Es ist so böse, das Teil, echt ohne Scheiß. Ich habe euch ein bisschen schlechtes Gewissen, gebe ich ja offen und ehrlich zu. Hier sind noch Magazin ohne Ende. Energie, wichtig, wichtig. Die Frage, was ist hiermit? Ah, jetzt kann ich die endlich nehmen. Das hat vorher nicht funktioniert. Hier geht es auch wieder richtig ab, ey. Okay, laden wir erstmal nach, bevor das gleiche passiert wie letztes Mal. Alter! So, Nummer 1. Ah, wir flankieren die jetzt. Das ist natürlich auch clever. Das ist aber auch richtig asozial von uns, ne? Die Albe hackt nicht schön mit. Mit Maschinengewehrfeuer und ich komme von hinten mit der Shotgun. Das ist echt asozial. Wie hat er mich getroffen? Leck mich, Alter, ey. So, okay, okay, okay. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Irgendwie ist da noch ein Stern. Jetzt ist die Frage, wieso? Weil ich habe das ja schon genommen. Wie soll ich den Panzer vernichten? Okay, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Du hast gewonnen. Was? Kann hier auch richtig schön flankieren, ne? Da bin ich nur erwischt. Okay, da ist der Tiger. Ich bin raus. Dip, 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 dip. Aber womit kann ich den jetzt zerstören? Ich habe jetzt irgendwelche lustigen Granaten gefunden, aber... Irgendwie... Ich habe ja keine Panzerfaust oder so, ne? Das ist ja das, was mich so ein bisschen stutzig macht. Ah, das sind sie wahrscheinlich. Ihr habt euch Lack gesoffen, oder? Ja, ne? Das ist nur für den Fall der Fälle, falls ich mal wieder welche... Alter. Okay. Falls ich mal wieder welche brauche. Dafür könnte ich dann den wahrscheinlich verwenden. Du bist tot. Du bist auch tot. Der patrouillierende Panzer ist da hinten. Ui! Lass mich in Ruhe. Ich habe nichts getan. Interessant wäre zu wissen, wie die Granaten funktionieren. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott. Alter. Das war genau das, was ich befürchtet habe. Nein, jetzt hat er mich auch noch erwischt. Ja, jetzt habe ich den Panzer gerade erledigt gehabt. So eine Scheiße. Egal. Ah, cool, ey. Ja, ich war zu geil da drauf. Ich meine, der hat sich nicht mehr erwischt. Das habe ich erwartet, ne? Kontrollpunkt habe ich selbstverständlich noch nicht erreicht gehabt. Oh, das könnte mir die Sache aber jetzt trotzdem ein bisschen vereinfachen, weil... Wenn der Panzer jetzt... Weil sie direkt jetzt hier bei mir in der Ecke chillt. Eine von fünf Spezialabzonen gemeistert. Siehst du mal. Auch gut. Weil die Granaten habe ich ja jetzt, ne? Mal gucken. Si, Senor. Und der Panzer bewegt sich. Das heißt. Hallo, guten Tag. Eieieiei. Ich sehe nichts.
Okay. Wer hat mich da beschossen? Es ist ja zumindest schon mal behindert, der Panzer. Ist auch schon mal viel wert. Aber jetzt verstehe ich das zumindest mit den speziellen Absprungzonen. Ich glaube, überall da, wo nämlich Fallschirme chillen, da kann ich dann quasi landen und dann meistere ich halt eine von diesen lustigen Zonen. Okay. Ich glaube mal, die Straßenzüge sind für mich in meinem Sinne aufgebaut. Das ist nicht so schlimm. Komm, zeig dich, du feiges Schwein. Ach was. Warum lebst du noch? Hallo? Doof? Also verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ja! Alter Vater. Eine schwere Geburt, ey. Weg mit dir? Was hältst du davon? Dankeschön. Ganz ruhig. Muss mal einzelne Häuser nochmal sichern. Das war fies, ich weiß. Energie sammeln. Der hat mir schon direkt eine Energie wieder abgezogen, der Sack. Ich halte es nicht aus. Unfassbar, okay. Puh, okay, Panzer ist durch. Das ist ja auch schon mal echt viel wert. Hier gibt es nochmal Granaten. Brauche ich eigentlich nicht. Ich will jetzt mal in die Kirche. Weg mit dir. Irgendwie ein Lazarett hier aus. Ach, bleib doch stehen. So. Oh, das sieht ja vielversprechend aus. Habe ich hier gleich etwa die Möglichkeit, ein Scharfschützengewehr zu bekommen? Kirchturm, ne? Wo wir auch wieder beim Thema sind, Soldat James Wine, hm? Ist es das? Ich glaube, es war sogar Market Garden, nur ist jetzt hier nur eine Abspringzone. Alter! Arschloch, ey. Der hat mich ganz schön weggefetzt, der Sack. Schade, ich habe jetzt hier eigentlich mir so ein bisschen gewünscht, dass jetzt hier ein Scharfschützengewehr liegt. Was war, glaube ich, auch Market Garden, die letzte Szene von James Wine, oder? Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Gut, ja, dann können wir jetzt eigentlich mit gutem Gewissen weitermachen. Nur nicht genau, wie ich jetzt wo am besten lang gehe. Hui. Oh, perfekt, keine Energie abgezogen bekommen. Gott sei Dank, du bist auf jeden Fall ein Gegner. Das habe ich erkannt, ja. Ausnahmsweise mal. Die sind halt ja auch so viele gegnerische Leute, die so Schrotflinte haben. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal nach links hier. Ach, da waren wir doch auch schon mal, genau. Das war ja hier das mit dem Sprengsatz sichern oder was auch immer das war. Hab ich erwischt, sehr gut. Headshot von der Entfernung mit einem automatischen Maschinengewehr. Das muss man mir erstmal nachmachen. Ah, guck mal, was ich hier hab. Wieder schön wahrscheinlich einen alternativen Weg, um die ein bisschen zu flankieren. Vorsichtig. Alter! Was ist du für ein kleines Dreckspatz, ey? Unfassbar. Was ist denn überhaupt für ein unfassbar beständiges Equipment? Also ich muss auf alles wahrscheinlich einmal draufschießen, ne? So, perfekt. In Ordnung.
So, ich habe es nicht gesehen. Stand da gerade Kontrollpunkt erreicht? Ich habe nur gesehen, da wurde irgendwas eingeblendet, aber ich habe nicht gesehen, was es war. Ja, warum habe ich jetzt gerade voll Bock, essen zu gehen? Heute gibt es nochmal richtig geil Steak. Auch Spezialabsprungzone gefunden, sehr gut. Steak ist aber auch so unfassbar lecker. Auch wieder schön Salat mit selbstgemachten Croutons. In der Vinaigrette. Voll lecker. Alle Jahre wieder, da freue ich mich jedes Jahr drauf. Uiuiui. Achso, ihr seid meine Freunde, Entschuldigung. Kann ich mal irgendwie dann eckige Helme nehmen oder sowas? Ist vielleicht nicht gut für die Querschläge, aber was soll's. So. Ja, ich denke mal, wir kriegen hier wahrscheinlich sogar noch unsere Schrotflinte komplett aufgelevelt. Da bin ich mal echt gespannt, was die dann hat. Weil mehr Schaden brauchst du eigentlich nicht. Ui, okay. Das ist nicht zu viel Schrotflinte. Unser Sturmgewehr 44. Ein Arschloch. Ist auch echt gut, ey. Na, komm, zeig deinen Helm. Okay, dann ist jetzt wieder Zeit für die Schrotflinte. Feuerschutz! So. Okay, nachladen. Da ist Energie da vorne, alles cool. Scheiße, Granate, Granate. Unfassbar, ne? Es ist unfassbar. Schrotflinte gegen was zu tauschen? Da ist die Bar. Wir nehmen die Bar. Komm, scheiß drauf. Ach so, nee, ich will die Schrotflinte schon gerne behalten, weil die hat mir echt hervorragende Dienste geleistet. Jetzt habe ich irgendein Ziel erfüllt. Ich habe da jetzt wieder null drauf geachtet, weil ich mit den Waffen zu sehr beschäftigt war. Was habe ich getan? räumen wir die MG-Nester. Okay. Achso, die MG-Nester habe ich alle gemacht. Okay, perfekt. Das heißt, patrouillierenden Panzer habe ich auch gemacht. Die Gaming-Granaten eingemacht und die Funkausrüstung und die Aktivierung des Sprengzünders muss ich noch machen. Ah. Also ich sollte wahrscheinlich nicht einfach... Okay. Ich wollte gerade sagen, ich sollte wahrscheinlich nicht einfach draufschießen. So. Brückensprengvorrichtung sabotiert. Hervorragend. Okay. Stehen bleiben! Nicht mehr erwischt, schade. So, wen haben wir da noch? Da kommt noch einer. Wo ist das ein Freund von mir? Kannst du ihn hier erkennen, ne? Ich glaube, das ist ein Freund von mir. Okay. Gut. Dann gehen wir mal zu unseren Freunden. Ich will eine spezielle Absprungzone gefunden. Das ist alles immer Zufall. Ich weiß, wenn ich sie finden wollen würde, aber das tue ich gar nicht. Ich muss sagen, die STG-44 gefällt mir eigentlich doch ein bisschen besser, ne? Die BAR hat mir in den alten Teil richtig gut gefallen. Ja, allerdings habe ich nur einen mitgegeben. Ich komme ja, ich komme. Wer sind denn die? Die gelben Engel. Ach! Stadtzentrum gesichert! Tiger! Okay, das ist echt asozial. An alle Einheiten, uns liegen Berichte über den feindlichen Tiger
gebe alles. Interessiert mich alles nicht. Ach, fuck. Das hat mich offensichtlich doch interessiert. Scheiße. Ah, egal, egal, egal. Ja, ich muss versuchen, den auch irgendwie zu flankieren, aber das dreht sich so gottverdammt schnell, das Scheißteil, ne? Und wenn sich das bewegt, darf ich es nicht berühren, weil ansonsten wäre ich überfahren. Ah, schon eine krasse Szene auch, ne? Dass er dann einfach mal, wenn ich mir das so einfach so vorstelle, von der Kette überfahren zu werden. Ich meine, man wird ja einfach nur komplett zermahlen, ne? Also, da ist ja wirklich dann nur noch Müsli übrig. Schön parallel zum anderen, ne? Erstmal die Infanterie unterstützen, können wir erstmal ein bisschen dezimieren. Ihr wisst, was ich meine, ne? Irgendwie, gefällt mir das nicht so gut hier mit dem... wieso zum Teufel? Das ist echt, so ist das praktisch, weil da kann man gar nichts hier. Ja. Hallo, ich möchte euch doch nur einmal töten. Oh, warte, du kannst mich nicht treffen. So. Also irgendwas muss ich dem doch jetzt getan haben, oder nicht? Ah, Panzer zerstört, sehr gut. Okay, ich gehe ja schon. Okay. Sehr gut, hervorragend. Das hat super funktioniert. Oi, 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 oi. Okay. Sah gerade eher danach aus, wenn das nämlich alles meine Leute wären. So habe ich das zuerst vermutet. Die sind sogar oben im Fenster noch. Komm schon. So erwische ich sie nicht. Okay. Ich wollte eigentlich voll in den Häuserkampf gehen. Okay, gehen wir jetzt in den Häuserkampf. Nur nicht. Ihr wolltet es nicht anders. Wenn ihr alle abhaut, mir soll es egal sein. Alter, ist der geflogen? Habt ihr es gesehen? Natürlich habt ihr es gesehen. Ich mag die Shotgun. Die ist gut. Wirklich, die ist richtig gut. Warum bist du jetzt umgefallen? Hast du einen Herzinfarkt oder was? Wir haben nur gar nichts gemacht. wo geht's denn jetzt hier nach oben? Wir haben die Tickets nach oben. Ach, da! Guck mal. Wahrscheinlich auch noch mal ein paar Leutchens. Ich hör schon wieder... Der geht down! Ja, haben sie wohl ein paar Panzerschrecktruppen gehabt, ne? Räumen und sichere die Brücke. Ulf, okay. Ja, ich muss jetzt echt aufpassen, weil die haben mit so viel Raketenwerfer-Scheiß.